So, hallo und herzlich willkommen noch einmal. Ich begrüße alle ganz herzlich zum JFD Live Trading TV zur US-Markteröffnung heute am Montag, den 6.3.2017. Ja, wir wollen uns einen kurzen Blick auf die US-Markteröffnung gönnen. Ein bis hierhin eigentlich relativ unspektakulärer Tag, vorausgesetzt man betrachtet es nicht als spektakulär, dass der Dow Jones unter die 21.000-Punkte-Marke gerutscht ist. Allerdings, wir haben auch in diesem Bereich geschlossen. Insofern ist es keine so große Überraschung. Schwachen Vorgaben aus Europa. DAX keine neuen Tagestiefs markiert, sondern stattdessen stabilisiert. Kurzer Look mal oder Blick über die 12.000er-Marke. Das Setup von heute früh, allerdings aus dem Morning-Meeting, das ist nicht getriggert worden. Ich zeige das noch mal ganz kurz. So, das war das Setup hier. Ich hatte in Folge dieser Gegenbewegung eigentlich dort durchaus auch noch mal einkalkuliert, dass wir vielleicht noch mal kurz über die 12.000er-Marke lugen. Haben wir nicht getan. Stattdessen orientieren wir uns jetzt hier ein bisschen auf der Unterseite. DAX verhältnismäßig schwach, möchte man sagen. Ich hole mal hierzu ganz kurz den Dow auf den Schirm. Hier wieder der Dow Jones mit Grün. Das ist das Vortagestief in Türkis. Also das heißt bei 20.936 Punkten, das ist der Spot Open. Das heißt also der 15.30 Uhr Open. Wir haben also mit einem kleinen Gap hier aufgemacht von 15 Punkten ungefähr. Haben dieses jetzt mittlerweile geschlossen. Die Open Range steht. Wir haben eine Open Range zwischen 20.915, 916 Punkten nach unten und 20.969 Punkten nach oben. Wie gesagt, der Dow Jones an sich relativ stabil. Das ist relativ solide, was wir hier zu sehen bekommen. Parallel hierzu der DAX, der sich jetzt wieder oder schon bereits zuvor auf der Unterseite orientiert. Also genau das, was wir am Freitag vermisst haben, wo ich mir das so sehr gewünscht hätte, dass wir unter die 12.000er-Marke rutschen, auf die schwachen Vorgaben von der Wall Street, reagiert der DAX jetzt schwach, während sich der Dow Jones einigermaßen stabil präsentiert. Sind wir mal gespannt, ob es hier noch einen Test gibt, der 11.926, also das sind gar nicht mal viele Punkte, das sind 15 Punkte, der Bereich um die aktuellen Tagestiefs. Sollten wir diesen Bereich unterschreiten, dann wäre, das ist hier nicht so schön, ne? Einen Moment, geh mal kurz jetzt hier auf den Guidance-Chart. Da haben wir nämlich als nächstes Kursziel auf der Unterseite hier den Bereich um 11.850 bis 870 Punkte. Falls jetzt die Frage aufkommt, und bist du short oder dergleichen? Offensichtlich wäre es gerne, ja. Muss aber an der Stelle sagen, nein, ich bin nicht short. Und kurz noch einen Blick übrigens mal, müssen wir jetzt schauen, ob der überhaupt läuft. Und ja, sehr schön, also das funktioniert. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob ich mich damit so wohl gefühlt hätte heute. Also der Kursverlauf, wenn wir jetzt hier mal das ganz kurz betrachten, eine Short-Position, jetzt neue Tagestiefs im DAX, eine Short-Position, das wäre natürlich auch ziemlich witzig gewesen, wenn ich den Short gehalten hätte, hier den Markt für mich laufen sehe, um dann hier punktgenau ausgestoppt zu werden und dann entsprechend abverkauft zu werden. So bin ich am Freitag ja bereits Break-Even aus der Position raus. Ich bin mir an der Stelle noch nicht so ganz sicher, was mich jetzt mehr geärgert hätte. Will es auch ehrlich gesagt gar nicht mal ausprobieren, schon gar nicht, wenn ich den Kursverlauf jetzt hier sehe. Ich weiß auch nicht, und das sage ich ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also die Marktbewegungen aktuell, die Bedingungen, ich finde sie einfach nur schlimm. Ja, schlimm trifft es ganz gut. Also das, wie gesagt, wenn der Markt jetzt ins Laufen kommt, dann auch in solch einer Bewegung short positioniert zu bleiben, ist ganz offensichtlich nicht so leicht, ja, wenn man sich diese choppigen Marktbedingungen anschaut. Also DAX jetzt aktuell unter Druck. Und als nächstes Kursziel der Bereich, wie gesagt, 850, 870 ungefähr, also neue Tagestiefs. Der Dow Jones präsentiert sich ebenfalls einigermaßen angeschlagen. Wir sind mal gespannt, ob es hier auch weitere, eine Ausdehnung der Korrekturbewegung gibt im Dow. Denn wenn wir uns das Bild mal hier anschauen, einiges an Platz hat er ja. Also das kann durchaus sein, dass wenn wir hier erstmal ins Rutschen kommen, es gar nicht so lange dauert, bis wir dann mal einen 1%igen Rutsch zu sehen bekommen. Nur kurz zur Information, um das einzuordnen. Nicht der Dow Jones, aber der S&P, und der Dow und S&P sind sehr stark positiv miteinander korreliert. Der S&P 500, der hat jetzt 98 Tage, also quasi wir arbeiten heute an den 99. Tag, wenn es heute nicht gelingt, den S&P 1% ins Minus zu drücken. Wir haben 98 Tage in Folge jetzt keinen 1%igen Down-Day gesehen. Also das bedeutet, wir warten seit roundabout 100 Tagen darauf, dass der S&P 1% und mehr fällt. Gleichzeitig natürlich der Dow Jones ähnlich ausgestaltet, auch hier gab es, und das kann man ja auch ganz gut erkennen, das geht zurück bis in den November, ja, das letzte Mal, dass wir hier 1% gefallen sind, das war im November vor der Wahl Donald Trumps.
Und genau, Volatilität, das wollte ich noch kurz thematisieren. Aktuell ist es so, dass wir seit 1990, dass wir jetzt 9 Wochen in Folge und somit das gesamte Jahr 2017 einen VIX, also den Volatilitätsindex an der CBOE, zu sehen bekommen haben, unter 12. Also das bedeutet, derzeit notiert der VIX bei unter 12. Das bedeutet, etwas anders formuliert, ohne es mathematisch werden zu lassen, die Marktteilnehmer bezahlen für die Versicherung gegen starke Kursschwankungen derzeit immer noch extrem wenig. Und das schon das gesamte Jahr über. Das bedeutet, auch anders formuliert, sollte es mal irgendwann turbulenter werden, dann ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es dann richtig turbulent wird, denn der Markt ist aktuell weiterhin massiv unterversichert. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt sofort mit einem Crash rechnen sollten oder dergleichen. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass der sich dann, wenn er kommen sollte, rein zufällig präsentieren wird. Es wäre unglaublich ungünstig, wenn eine scharfe Korrektur ansteht und du bist nicht short positioniert. Auf der Kehrseite, wie der Kursverlauf es im DAX eben heute zeigt, es ist ja nicht so, dass man nicht versucht, sich short zu positionieren, aber der Markt macht es unglaublich schwer, macht es einem unglaublich schwer, short zu bleiben. Also wie gesagt, der Kursverlauf des heutigen Handelstages, ausgehend, wie gesagt, von dem Short-Setup am Freitag, ich denke, es ist absolut legitim, sich short zu positionieren, oder wenn man short positioniert ist, so rum, wenn man short positioniert ist, den Stop dann auf das Tageshoch zu ziehen. Man sollte sich vor Augen führen, wir sind jetzt wieder in den gleichen Bereich gefallen, wo wir heute früh schon mal gehandelt haben, nur 0,30. Wenn du gegen die 12.050 ungefähr short bist, dann siehst du hier zu dieser Zeit den Markt 120 Punkte für dich laufen, den dann auf die Tageshochs zu setzen, den Stop, ist absolut legitim. Dann in solch einer Gegenbewegung, die aus dem Nichts plötzlich da ist, dann ausgestoppt zu werden, ist nicht nur ärgerlich, sondern mutet dann schon fast brutal an, möchte man fast sagen, nur um jetzt zu sehen, dass der Markt wieder abkippt. Also das bedeutet, anders formuliert, selbst wenn du short bist, lässt der Markt dich aktuell hier wirklich am langen Arm verhungern, so hat man so ein bisschen den Eindruck. Dann versuchst du dich wieder zu positionieren, kurz bevor Erreichen des Triggerbereiches. Ich hatte ja gesagt, 11.99 bis 12.015, das wäre so ein Bereich, da würde ich mich gerne nochmal gegen short positionieren, mit einem Stop allerspätestens oberhalb des Jahreshochs 12.100 und dann Scale-Out-Level bei 12.060. Der wird nicht erreicht. Jetzt machen wir neue Tiefs. Also wie gesagt, Zuneigung des Marktes sieht irgendwie so ein bisschen anders aus. So formulieren wir das mal. Das trifft es eventuell ganz gut. Und wie gesagt, im Dow Jones stellt sich das Bild eben ähnlich dar. Auch im Dow Jones ist es unglaublich schwer, sich short zu positionieren. Wenn man sich vielleicht auch besser, wenn wir uns den Chart mal kurz betrachten, die Stunde im Dow angucken. Selbstverständlich könnte man in Betracht ziehen, hier sich short gegen dieses Level zu positionieren, 12.900 ungefähr, 20.900, das wäre ein Niveau, wo man den Dow dann mit Break auf neue Tiefs shorten könnte, das wären auch die Übernachtstiefs übrigens, die Tiefs von gestern, die sind ja hier, Moment, Verzeihung, hier sind die Tiefs von vorgestern, von Freitag, hier sind die Tiefs, die wir zuvor ausgebildet hatten am Morgen, am Freitag, das war übrigens ein ganz, ganz dünner Handel. Also insgesamt ist es so, dass wir hier in einem Bereich sind, wo weitere Abwärtsdynamik erwartet werden kann, aber wo wir dann schon eventuell bereits hier in dieser Region um die alten Hochs, die sich in der Region um 20.840, 850 Punkte ausgebildet haben, eine nächste Unterstützungsregion finden. Oder um es anders zu formulieren, wer sich jetzt im aktuellen Bereich short positioniert, der ist CRV-technisch es ist attraktiv, es ist okay, aber es ist dennoch nicht so, dass dieses CRV unglaublich verlockend ausschaut. Und nochmal, wie gesagt, also derzeit ist das nichts anderes als eine Korrektur, die alles andere als wirklich dynamisch ausfällt, besonders nach solch einem Lauf, besonders vor dem Hintergrund des niedrigen Volatilitätsindexes, vor dem Hintergrund dieser unglaublich langen Strecke. Die Ruhe am Markt ist einerseits beängstigend, andererseits allerdings auch etwas, wo man der klassischen Maßgabe The Trend is your friend folgen sollte, und dass sich diese fortsetzt, ist wahrscheinlicher, als dass diese sich schlagartig umkehrt. Demnach fällt es natürlich auch schwer, sich dann ein Short-Setup zurechtzulegen. Klar könnte man jetzt überlegen, dass man sagt, im Dow, wir shorten hier den Bruch der 20.915, das aktuelle Kassa-Tief. Stop sitzt dann eben entsprechend hier oberhalb der 20.970. Das Risiko an der Stelle sind 55 Punkte und man geht auf der Unterseite dann auf die Region 850. Und da wird es dann schon interessant, kurz noch einen Blick, ich hole mal kurz hier den Editor rauf. Dann zeige ich mal kurz die Zahlen. Dow Short Setup, Klammer auf, ausgehend von OR für Open Range. Oh, Moment. So, Entry Short. Das wäre also die 20905, 915, Verzeihung.
15. Stop Läger auf der 2079, Risiko 55 Punkte. Und dann sehen wir als Ziel zunächst mal den Bereich um 20.850 an. Das ist dieser Bereich, den ich hier gerade dargelegt hatte auf der Stunde. Ja, das ist diese Region, diese grünfarbene Linie, die alten Hochs, die man dort dann anvisieren könnte. Und und damit haben wir dann eine Chance von 65 Punkten. So, und da sieht man schon bereits, es ist insofern okay, als dass das Chance-Risiko-Verhältnis größer 1:1 ist, aber 13 Elftel oder was haben wir hier, 1,2:1 Pi mal Daumen, ja, attraktiv ist anders, definitiv, ja. Und man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, dass plötzlich schlagartig wieder Käufe in den Markt kommen könnten, die den Markt dann hochtreiben, hochziehen. Ähnliches gilt übrigens auch für den DAX. Also wenn man sich die Kursbewegung, die Price Action hier anschaut, die wir zu sehen bekommen haben, wäre wenig überraschend, dass, also vielleicht machen wir noch ein paar Punkte auf der Unterseite, ja, aber ich wäre zum Beispiel nicht wirklich willens, die Position dann in die nächste Zeitebene oder dergleichen zu migrieren und darauf zu spekulieren vielleicht auch oder einen großen Break zu sehen oder dergleichen, einfach deswegen, weil sehr realistisch anmutet, dass auch im Bereich um 11.850, 870 im DAX dann gleich wieder Käufer reinkommen, die uns ja in Richtung der 12 vielleicht sogar über dieses Level schieben könnten. Und ja, damit ist eigentlich im Grunde genommen alles gesagt. Es gibt nicht mehr hinzuzufügen, außer ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, ihr habt ein bisschen was für euer Trading mitnehmen können. Wir hören uns morgen wieder im Morning Meeting dann um 10.30 Uhr hier auf dem JFD Brokers Desktop bei Guidance. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Abend und habt euch wohl, erholt euch gut bis zum morgigen Tag. Vielleicht liefert der uns ein bisschen mehr Action, vielleicht braucht es nicht mehr lange und schwupps stehen wir wieder bei 12 und betrachten uns dann schon bald wieder die Jahreshochs. Sind wir mal gespannt. Also, schönen Abend wünsche ich euch, erholt euch gut, morgen 10.30 Uhr hören wir uns wieder, ich freue mich drauf und bis dahin, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.